Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Total War Warhammer mit den Vampiren. In der letzten Folge haben wir uns damit bemüht, Tempelhofs Stadt einzunehmen. Doch jetzt müssen wir selber gegen Tempelhof kämpfen. Es wird knifflig, weil wir gegen Dreiermengen kämpfen. Viele Hunde sind dabei, aber auch viele Zombies. Deswegen ist noch Hoffnung vorhanden und ich habe halt zwei Armeen, die ich führen kann. Und wir selber haben noch eine Menge Zombies. So. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal aufs Schlachtfeld und wollen hier gegen die Feinde kämpfen und sie vernichten. Gut. Es gibt auf jeden Fall bevorzugte Seite. Das ist halt jetzt hier oben überwiegend. Der Hügel. Wir kriegen Verstärkung. Da müssen wir schauen, von wo die kommt. Die müsste, glaube ich, von hinter mir kommen oder von hinter ihnen. Kann auch sein. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh shit. Die haben Wahrgeist. Fuck it. Fuck it, Alter. Scheiße. Die haben Wahrgeist. Wir können unserem Wargulf direkt auf seinen General gehen. Das sollte ihn schnell die Moral brechen. Und das ganze Ding können wir gleich zweimal machen. Das haut dann schon relativ hart rein. Wäre schon eine ziemlich bittere Sache. Könnten wir versuchen. Okay. Okay. Naja, versuchen wir es einfach mal. Vielleicht klappt es ja nicht. Mal schauen. Probieren geht über Studieren, sage ich da immer nur. Und mal schauen, ob wir uns da jetzt irgendwie noch was reißen können. Wäre schön. Wäre wirklich schön, ja. Okay. Ach, ja. Fledermäuse sind auch mit dabei. Okay, meine sind aber fast tot. Da ist nichts mehr zu machen. Wir müssen nur Frederik von Karstein irgendwie töten. Hat auch so ein schönes Lachen, guckt euch das mal an hier. So ein schönes Grinsen. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird. Meine Skatkriege sind auf jeden Fall bereit, auch meine Zombies. Und der Ladescreen hat es auch endlich geschafft, das ist doch schön. Verarschen. Meine Gegner kommen von hinter mir, meine Verbündeten auch. Okay. Was haben wir jetzt für ein Glücksspiel hier? Oh, fuck it. 24. Okay. Kann ich die hier zusammenhauen? Nee. Okay, 1, 2, 4. Könnten die zuerst vernichten. Wäre eine Möglichkeit. Ich verstecke mal hier den Wald drin, bitte. Und dich auch. Dich auch. Bleibst hier noch? Okay, dann wollen wir mal Aufstellung starten. Unsere Verstärkung kommt jetzt von hier. Also nun kommt die andere Verstärkung. Okay. Vorwärtsremitter. Okay. Was sehen wir hier drüben? Zombies. Skelettschwerträger, Skelettschwerträger, Skelettschwerträger. Skelettkrieger. Und Zellig von Herrn. Fledermäuse. Bewegen sich. Okay, Zombies bitte hier rüber. Da steckt mir eine riesige Zombie-Armada los. Ich schicke mal jetzt hier mit rüber, bitte. Kommst hier mit rüber. Zack. Okay. Wir können jetzt hier runtergehen und angreifen. Komm bitte mit. So, zwei bitte mitkommen hier. Ihr seid die drei. Vier. Mitkommen. Später hinterher rennen. So, acht plus euch zwei. Ist die acht. Ist die neun. Du kommst hier mit rüber. Auch du kommst hier mit rüber.
Okay, es wird ein Riesenmassaker. Schaut euch das mal an hier. Schaut euch mal an, wie viele hier mitkämpfen jetzt. Wie viele Zombies. Okay, mitkommen bitte. Runter hier mit euch. Die Vampire, lasst ihr mitrennen, bitte. Alle auf die Todeswölfe! Hier, komm schon hinterher. Bist du jetzt hier? Und nicht jetzt, um den General auszuschalten. Wo ist der denn? Da hinten. Okay, komm mit. Los. Komm schon mit hier. Ich muss kämpfen jetzt. Ich opfern wir. Okay. Ja, hier mit ruhig. Okay, dann kannst du jetzt hier rangehen, bitte. Da kommen noch mehr Vampire. Yay! Super, unsere Schnapsen jetzt hier finde ich gut. Er wird leiden. Wir sehen sie jetzt hier. Er fehlt ordentlich an Leben. Okay. Kommt hinterher, los! Ja, es kann passieren, dass sie ausgelöscht werden. Es sind einfach zu viele Zombies hier. Weiter mit euch. Hier rauf. Und darauf nochmal. So, geht mal jetzt bitte hier hoch. So, zack, zack, zack. Wie sieht es bei dir aus hier? Der hat noch nicht viel verloren. Okay, weg mit dir. Du kannst gut überleben hier. Du kannst mir hier ein bisschen helfen. Du gehst hier rum. Ihr kommt hier bitte mit. Die ganzen Zombies, die sammeln sich hier schon wieder. Super, die sind tot. Du gehst jetzt mit dir runter und kämpfst mit. Oh shit. Oh shit. Okay. Jetzt zieh mal mit dem Leben ab hier. Hier geht kämpfen bitte. Fangt ihr mal jetzt hier ab. Kannst du drüben wieder kämpfen gehen, bitte. Zack, die Hunde fliehen jetzt auch gleich. Super. Jetzt hier mit den Wahrgeist aus. Auch die leiden gerade ordentlich. Super. Perfekt. Mach die platt hier. Okay, super. Komm her. Los, schnell, schnell, schnell. Diese Zombie-Armada ist einfach zu viel für ihn wahrscheinlich. So, wo ist denn jetzt Karstein hier? Ah, geht nicht, schade. So, warum kann ich jetzt hier nicht? Ich muss den hier eigentlich einsetzen. Da, komm. Macht sie platt. So wie hier die Todeswaffe platt macht. Okay, jetzt sehe ich, von Krüger ist auch fast tot. Okay, einer hat ausgehört. Scheiße. Wo bist du? Du kämpfst mit. Super. Die Wahrgeist sind gleich tot. Raus hier mit dir wieder. Schick mich jetzt weiter. Raus da, los, los, los. Komm weg. Komm mit. Hier haben wir Frederik von Karstein. Scheiße, sieht überhaupt nicht gut aus für uns. So, machen wir die Platte hier wieder. Sind wir leiden ordentlich Schaden hier. Super. Jetzt greift die doch mal von hinten an. Oh shit. Er muss kämpfen jetzt hier. Das ist unsere Elite-Einheit eigentlich. So, wie sieht es mit dem Wahrgeist aus? So, kämpft hier gegen die. Los, 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 los. Ihr habt den Hügelvorteil. Hier hinten verrecken meine Truppen einfach alle. Komm mit hier rum. Los, los, los. So, Angriff.
Der erste drin kämpft noch fleißig. Die Sketchfighter werden natürlich nicht verlieren hier. Da kommt Zombies. Scheiße. Okay. Steht's um dich? Oh, du machst sie gut platt hier. Finde ich cool. Okay, auf jeden Fall schön. Starte bitte zählig von K. Krüger hier bitte. Da fehlt nicht mehr viel. So, wo ist Manfred? Guck bitte nochmal auf die Wahrgeist hier. So, du kannst mir jetzt zum Support kommen noch. So, mach die hier weiter fertig. So. Okay. Du machst natürlich noch weiter Terror, bitte. Los, töte ihn mal mit dir. Ja, yeah, beide erwischt. Cool. Zack. Hang. Da fehlt nicht mehr viel. Wenn er weg ist, haben wir bessere Karten hier. Komm schon, töte ihn. Der will nicht sterben. Der will einfach nicht sterben. So, wo ist Manfred? Hier drüben sind die Wahrgeist. Aus, weg. Los. Weg mit ihnen. Super. Zerfallen. Scheiße hier. So eine Scheiße. Schon wieder. Okay, kämpfen wir bitte weiter noch. Ist das ein Gemetzel? Aufgelöst. Fuck, ist tot. Scheiße. Der war doch fast tot. Fuck it. Nein. Okay, Manfred, lebst du noch? Ja, du lebst. Du hast gewonnen hier. Cool. Jetzt müssen wir uns diesen Hügel hier schnappen wieder. Von hier aus dann kämpfen. Da können wir was reißen dann. So, komm mal bitte jetzt hier mit schnell rüber. Okay. Auch ihr bitte noch schnell rein hier. So. Ach du Scheiße, wurde komplett umzingelt hier. Das ist so ein Gemetzel. Wo schafft euch die Zombies? Fuck it. Okay, die Zombies sind keine Gefahr. Die Skeptiker sind die Gefahr hier. Rein mit euch, Vampire. Hier oben haben sie noch ein paar Wahrgeists, okay. Los, kämpft weiter! Es ist und bleibt ein weiteres Gemetzel hier. Okay, gut. Verliert leicht. Verliert klar, super. Perfekt. Macht weiter so, schlachtet sie ab. Perfekt, da kann man sich von oben hier runter betteln hier. Man fehlt voll die Übersicht. Ist das grässlich hier. Das sind feindliche Zombies, okay, gut. Kämpft weiter hier. Okay, gut. Wir knacken jetzt hier gerade schön. Super. So. Scheiße, er hat wohl ausgelöscht. Fuck it. Ja, der feindliche Kommandant ist verwundet. Super. Das ist sehr gut. Okay, Vampire, wir brauchen euch jetzt hier. Müsst jetzt hier irgendwo mal in den Rücken reinfallen können. Kämpft weiter los, meine Soldaten. Manfred kommt. Machst du weiter die Skatkrieger hier fertig, oder? Super. Okay, dann kommst du noch mit rein hier, bitte. Okay. Weiter hier, bitte. Entkräftet. Oh, shit. Das ist auf jeden Fall knapp. Wenn ich auch überhaupt gar keinen blassen Schimmer habe, was hier gerade abgeht. Oh, cool, alle tot. Nice. Los, geht auf die nächsten los hier. Cool.
Okay, kämpf gegen die bitte weiter. Du kommst mal hier in den Rücken rein. Wir halten noch weitestgehend durch. Zack. Jetzt werden Vampire fand ich. Jetzt schaut euch das mal an hier. Zack. Einer nach dem anderen. Jetzt langsam reiben wir noch die Flanke auf hier. Jetzt dieses Sketchpad hier wegkommen können, hätten wir das Ding hier zumindest safe. Komm schon, rein mit dir, bitte. Schnell, komm schon. Was packst du? Verliert, super. Er hat eigentlich auch nur noch Vampire übrig hier. Finde ich gut. Cool. Das Geld kriegt er vorher jetzt hier gerade zusammen. Schön. Wir haben die Chance, das Ding zu gewinnen. Yay! Okay, rein hier bitte damit. Hang. Zack. Allein jetzt ist Skelett hier drunter hier. Coole Sache. Super, rein mit euch. Rein da wieder. Es kommt her. Wir umzählen sie jetzt weiterhin. Und Alter, Karstein hier haut rein. Genauso wie der Vampir. Fürst Tante Günner. Oh ja, zack. Also Tante Günner ist echt ein guter Vampir hier. Guckt euch das mal an hier. Jetzt zieht er die noch raus in der Hoffnung, dass es hier noch was wird. So, Frederik von Karstein wird auch gleich sterben. Coole Sache. Alter. Coole Sache. Guckt euch das mal an hier. Ist das nicht cool? Eine Einheit wurde ausgelöscht. Okay, also auf jeden Fall werden jetzt hier ganz schön niedergemetzt gerade. Kommt mal zu, bitte. So, wir gehen mit dir mit der Ausrüstung. Schade, dass der jetzt hier gestorben ist. Hätte ich noch gut gebrauchen können. Yeah, da fand ich den Kommandant des Todes. Wir haben gewonnen. Woo! Cool. Yay! Das war ein totaler Pyrrhus-Sieg, ja? Aber er hat sich gelohnt. Ich glaube, das war die Armee ist komplett tot hier. Aber hey, wir bekommen jetzt richtig viel Schotter. Und gleich im Anschluss können wir ja noch die Stadt einnehmen, die wir da holen wollen. Cool. Endlich bekommen wir unsere erste Stadt mit dem Vampirfürsten. Dafür brauchen wir 3 Parts. Aber ey, die Wahrgeister, die haben auch reingehauen hier. Ach du Scheiße. Da braucht er schon 2 Anführer, um die zu plätten, aber wir haben es ja geschafft. Wir haben es ja geschafft. Okay. Sketch-Sperrträger 101 und 175 Kills. Hm. Die Hunde sind böse. Die muss ich unbedingt haben. Also, ich habe ja schon ein bisschen kennengelernt von den Vampiren und, also, die haben echt geile Armeen teilweise schon. Und geile Einheiten vor allem. Und diese Hunde gehören halt dazu. Die sind unheimlich schnell, unheimlich stark, unheimlich praktisch vor allem. Und auch extrem gute Schockeinheiten. Die haben echt guten, echt starken Sturmangriffsbonus. Auf den ich ja eigentlich schon fast so schwören würde. Also, der ist ja echt böse, ist der. Und deswegen setze ich ihn halt auch so gerne ein. Ich habe in einer Kampagne dort in Großbritannien, da habe ich da einen weggeschnetzelt nach den anderen mit den Hunden. Die haben immer gut gekillt. Meine Schwertkämpfer haben auch mehr gekillt gehabt. Und ey, die Zombies mit 61 Kills, wo erlebt man denn sowas? Schade um den Wargulf. Die hätten wir auch gut gebrauchen können. Aber den holen wir uns später wieder. Sobald wir können. Jetzt müssen wir erstmal drauf verzichten. Ich bin jetzt erstmal ganz froh, dass unsere Anführer hier gerade richtig gut weggeschnetzelt haben. Unser Vampirfürst und unser Manfred von Karstein. Die haben wir doch schon ganz gut weggeschnetzelt. Finde ich echt geil. Mensch, Frederik, was die schönste Lache dieser Welt hier. Dieser Warhammer-Welt. Es gibt nichts Schöneres als dein Gesicht. Mensch, ey. Schaut euch das an hier. Gepackt. Alles gepackt noch. Okay, was können wir machen? Gefangene unterwerfen. Gefangene ermorden. Gefangene zurückgeben. Dann kriegen wir wenigstens Geld. Und Schloss Hempelhof gehört jetzt zu uns hier. Verbreiten den Makel des Untodes, mächtiger Fürst. Euer Reich wächst. Und euer Blick
fällt auf weit entfernte Länder. Das Imperium und andere Menschenreiche liegen im Norden und Westen. Euch erwartet ein Festmahl. Die Lebenden sind zahlreich. I hunt. Ja, habt ihr schon gehört, die Lebenden sind zahlreich. Mensch, Chantegüner, ey, du hast echt gut gekämpft. So. Okay, wir haben dich jetzt erstmal auf der Durst erhöht. Dann wollen wir jetzt mal mehr auf den Nahkampf gehen hier. Du bist ja so ein Biest, der ist einfach unsterblich. So. Gehen wir mal erstmal auf rasendes Blut. Aber gut, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part heute gefallen. Schreibt eure Meinung da einfach mal in die Kommentare rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Total War Warhammer, wo wir dann natürlich die restlichen Städte einnehmen wollen. Eschen, Waldenhof und Festung Oberstür. Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschiede mich wieder von euch. Und ihr könnt dann gleich in einer Stunde die nächste Folge sehen von Total War Warhammer, dem Vampirfürst. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.